1775. Goethe befindet sich auf dem Weg von Frankfurt nach Weimar. Es drängt ihn fort aus der Heimatstadt, fort von den Eltern, von der Verlobten Lilli Schönemann. Wohin es geht, wer weiß es. Ich muss fort. Ich wäre ein Tor, mich fesseln zu lassen. Dieser Zustand erstickt alle meine Kräfte. Dieser Zustand raubt mir allen Mut der Seele, engt mich ein. Was liegt nicht alles in mir? Was könnte sich nicht alles entwickeln? Ich muss fort. Lilli, adieu, Lilli. Es hat sich entschieden. Wir müssen einzeln unsere Rollen ausspielen. Mir ist in dem Augenblick weder bange für dich noch für mich, so verworren es aussieht. Adieu, Lilli, adieu. Am 7. November 1775 trifft Goethe in Weimar ein. Im Vergleich zu Frankfurt, der mittelalterlichen Patrizierstadt, ist Weimar ein halbes Dorf. Ackerwagen begegnen der Kutsche. Schweine und Hühner treiben sich auf den kotigen Straßen herum, die man kaum Straßen nennen kann. Goethe wird damals wohl kaum gedacht haben, dass er für immer an diesem Ort bleiben wird. Als Goethe in Weimar eintraf, war er mit 26 Jahren bereits ein berühmter deutscher Schriftsteller, der mit seinem Werther in ganz Europa erfolgreich war. Goethe war auf Einladung des Herzogs Karl August nach Weimar gekommen, mitten hinein in die monatelang andauernden Feierlichkeiten, mit denen Regierungsantritt und Vermählung des jungen Herzogs gefeiert wurden. Das Weimarer Schloss war im Jahr davor abgebrannt. Die herzogliche Familie musste auf viele Jahre hinaus in kleinen Palais in und außerhalb der Stadt wohnen. Das Hofleben bewegte sich in vergleichsweise bescheidenem, fast bürgerlichen Rahmen. Rasch entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen Goethe und dem erst 18-jährigen Herzog Karl August. Auf dieser Freundschaft zwischen einem Fürsten und einem Dichter liegen jene Jahrzehnte begründet, die man später als eine der herausragenden Epochen der deutschen Geistesgeschichte bezeichnen wird. Die Zeit der Weimarer Klassik. Zunächst aber schien sich eine Glanzzeit des Geistes und der Künste in der Person dieser beiden jungen Männer nicht abzuzeichnen. Gerüchte von unmäßigen Festen und Saufgelagen, von derben Späßen drangen über Weimars Grenzen hinaus. Die beiden Jünglinge hielten sich an keine Etikette, sie stellten das Hofleben auf den Kopf und gebärdeten sich wild und ungezähmt. Dieser erste Winter in Weimar verging für Goethe wie im Rausch. Dem Schnee, dem Regen, dem Wind entgegen. Im Dampf der Klüfte, durch Nebeldüfte, immer zu, ohne Rast und Ruh. Auf Parforcepferden über Hecken, Gräben und durch Flüsse und bergauf, bergein, sich tagelang abarbeiten und dann nachts unter freiem Himmel kampieren. Das war nach unserem Sinne. Ein Herzogtum geerbt zu haben, bedeutete Karl August nichts, aber hätte er sich eins erjagen und erstürmen können, das wäre ihm was gewesen. Die beiden jungen Männer riefen mit ihrer Zügellosigkeit Entrüstung hervor. Man jagt, rennt, schreit, hetzt, peitscht und galoppiert. Seltsamerweise pikiert man sich, alles dies mit Geist zu tun. Es gibt keine Extravaganz, die man sich nicht erlaubt. Beide sind unbändig. Und beiden ist der Umgang miteinander höchst gefährlich. Goethe und Karl August ließen sich durch nichts an ihrem Treiben stören. Sie durchzechten die Nächte,
durchstreiften das winterliche Land auf ihren Pferden oder liefen auf Schlittschuhen übers Eis. Goethe, der in Frankfurt auf dem zugefrorenen Main Schlittschuhlaufen gelernt hatte, führte das Eislaufen in Weimar ein. Und bald machten es ihm alle nach. Johann Wolfgang Goethe, ein hochgewachsener, schöner Jüngling, der sich der Ausstrahlung bewusst war, mit der er die Menschen in seinen Bann zog. Auf den jungen Dichter richtete sich aber auch der Blick vieler Neider, die ihm seine Favoritenrolle beim Herzog streitig machen wollten. Karl August ließ sich davon nicht beirren und machte Goethe zu seinem engsten Vertrauten. Neben Karl August war es vor allem dessen ehemaliger Erzieher Christoph Martin Wieland, zu dem Goethe von Anfang an in freundschaftlicher Beziehung stand. Auch Anna Amalia, die Mutter des Herzogs, eine kluge, gebildete Fürstin, war dem Freund des Sohnes wohlgesonnen. An Anna Amalias rundem Tisch im Wittumspalais versammelten sich regelmäßig Adlige, Künstler und Gelehrte zu Gesprächen und Vorträgen. Goethe zählte seit seiner Ankunft in Weimar zum engsten Kreis der Tafelrunde. An diesem Tisch begegnete er jener Frau, die in seinem Leben eine entscheidende Rolle spielen sollte, Charlotte von Stein, Gattin des Oberstallmeisters Josias von Stein, mit dem sie 7 Kinder hatte. Sie war 7 Jahre älter als Goethe. Sie versuchte ihn vor den Angriffen der Adligen und Bürgerlichen zu schützen, indem sie ihn immer wieder ermahnte, sein wildes Wesen, sein Fluchen und unmäßiges Trinken abzulegen. Das sind Jungenstreiche, Goethe. Das tun sie nur, weil sie glauben, sie müssten's eine Weile so treiben, um den Herzog ganz zu gewinnen. Und nachher wollen sie dann Gutes stiften. Liebe Frau, leide, dass ich dich so lieb habe. Wenn ich jemand lieber haben kann, will ich dir's sagen, will dich ungeplagt lassen. Mich verdrießt's doch auch, dass ich dich so lieb habe, und just dich. Gewöhnen Sie sich das Du nicht an, Goethe. Ich verstehe es wohl, wie Sie es meinen, aber die Welt versteht es nicht und legt es uns übel aus. Sie setzen ohne dies oft gewisse Verhältnisse aus den Augen, die eher da waren als Sie. Hab mich nur ein bisschen lieb. Ich erzähl dir auch viel und hab dich lieber, als du magst. Eine andere Liebe auf den ersten Blick war ein abgelegenes Haus im Ilmtal, unweit des Hauses, in dem Frau von Stein wohnte. Der Herzog erkannte, dass hier eine Gelegenheit war, den Freund an Weimar zu binden, und er bestimmte, dass Goethe dieses Haus bekommen sollte. Kaum 5 Monate nach seiner Ankunft in Weimar ließ er sich für immer als Bürger dieser Stadt nieder. Ich bin dir nicht imstande, selbst zu sagen, woher ich sei, wer mich hierher gesandt. Von fremden Zonen bin ich her verschlagen und durch die Freundschaft fest gebannt. Goethe ging daran, Haus und Garten nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Hofhandwerker und Gärtner wurden beauftragt, alles nach seinen Plänen zu verwirklichen, und der Herzog bezahlte. Goethe zog Spaliere an den Hauswänden hoch, pflanzte eigenhändig Baum um Baum, ließ den Abhang hinter dem Haus in Terrassen anlegen, ließ steinerne Treppen bauen und Tische und Bänke aufstellen. Manchmal kam Wieland in den Garten. Oder der Herzog besuchte den Freund. Aber meist saß Goethe hier allein, mit seinen Gedanken an die geliebte Frau. Mehrmals täglich schickte er Botschaften an Charlotte, die seinem Garten gegenüber auf der anderen Seite des Parks wohnte. Ihm so nah und doch unerreichbar. Zwar erwiderte Charlotte seine Gefühle und suchte seine Nähe, so oft es die Umstände erlaubten. Aber sie ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass ihre Ehe unantastbar war. Diese Liebe, so groß sie sein mochte, musste unerfüllt bleiben. Warum gabst du uns die tiefen Blicke,
unsere Zukunft ahndungsvoll zu schauen, unserer Liebe, unserem Erdenglücke wähnend selig nimmer hinzutrauen. Warum gabst uns, Schicksal, die Gefühle, uns einander in das Herz zu sehen und durch all die seltenen Gewühle unser Wahrverhältnis auszuspähen? Ach, so viele tausend Menschen kennen, dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Herz, schweben zwecklos hin und her und rennen hoffnungslos in unversehenen Schmerz, jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden unerwartete Morgenröte tagt, nur uns armen, liebevollen beiden ist das wechselseitige Glück versagt, uns zu lieben, ohn uns zu verstehen, in dem andern sehen, was er nie war, immer frisch auf Traumglück auszugehen und zu schwanken auch in Traumgefahr. Oft ging er abends noch zu der Brücke hinüber, die zwischen seinem Haus und ihrer Wohnung lag, in der Hoffnung, ihr zu begegnen. Charlotte sucht einen neuen Begriff für ihre Liebe. Sie nennt ihn meinen Heiligen. Goethe reagiert bitter. Du hast recht, mich zum Heiligen zu machen. Das heißt, mich von deinem Herzen zu entfernen. Dich, so heilig du bist, kann ich nit zur Heiligen machen und hab nichts, als mich immer zu quälen, dass ich mich nicht quälen will. Wenn das so fortgeht, beste Frau, werden wir wahrlich noch zu lebendigen Schatten. Ach, wenn du da bist, fühl ich soll dich nicht lieben. Ach, wenn du fern bist, fühl ich lieb dich so sehr. Ach, so drückt mein Schicksal mich, dass ich nach dem Unmöglichen strebe. Lieber Engel, für den ich nicht lebe, zwischen den Gebirgen leb ich für dich. Neben der Stadtwohnung besaß das Ehepaar von Stein ein Schloss südlich von Weimar, Groß Kochberg. Wenn Charlotte sich dort aufhielt, ritt Goethe hinaus, um die Freundin zu besuchen. Wenn er sie nicht sehen konnte, schrieb er ihr Briefe, denen oft eine Zeichnung oder ein Gedicht beigelegt war. Schmerzlich innige Botschaften eines unglücklich, glücklich Liebenden. Der du von dem Himmel bist, alles Leid und Schmerzen stillest, den, der doppelt elend ist, doppelt mit Erquickung füllest, ach, ich bin des Treibens müde. Was soll all der Schmerz und Lust? Süßer Friede, komm, ach, komm in meine Brust. Ich sitze oft unter meinem Himmel in Gedanken an sie. Sie helfen mir abwesend zeichnen und einen Augenblick, wo ich sie recht lieb habe, sehe ich die Natur auch schöner, vermag sie besser auszusprechen. An den Mond. Füllest wie das liebe Tal still mit Nebelglanz, lösest endlich auch einmal meine Seele ganz. Breitest über mein Gefild lindernd deinen Blick, wie der liebsten Auge mild über mein Geschick. Dass du so beweglich kennst dieses Herz im Brand, haltet ihr wie ein Gespenst an den Fluss gebannt. Wenn in öder Winternacht er vom Tode schwillt und bei Frühlingslebenspracht an den Knospen quillt, rausche, Fluss, das Tal entlang, ohne Rast und Ruhm, rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu. Ich besaß es doch einmal, was so kostbar ist, dass man doch zu seiner Qual nimmer es vergisst.
Goethe blieb auch während der Wintermonate in seinem Gartenhaus im Park an der Ilm. Er wollte mit der Natur leben. Er schlief oft im Freien und stieg zu jeder Jahreszeit in das Wasser der Ilm. Eines Tages fand man hier bei der Brücke ein totes Mädchen. Es hatte sich aus Liebeskummer im Fluss ertränkt. Man erzählte, sie habe eine Ausgabe des Werther bei sich gehabt. Goethe war zutiefst betroffen von diesem Vorfall. Er höhlte nahe der Stelle, an der die Unglückliche in den Tod gegangen war, einen Felsen aus und wollte, dass dies Felsentor als Naturdenkmal an das tote Mädchen erinnern sollte. Oft quälten ihn Unruhe und Unrast. Der Park an der Ilm, Haus und Garten, waren ihm Ruhepol. Aber Angst kam auf, dies alles vielleicht wieder zu verlieren. Wenn du nun auch das einmal verlassen musst, das Land, wo du so viel gefunden hast, wenn du auch das zu verlassen gedungen würdest, mit deinem Stab in der Hand, wie du dein Vaterland verlassen hast. Die Angst war unbegründet. Dem Herzog war sehr daran gelegen, dass Goethe bliebe. Karl August ernannte seinen engsten Freund und Vertrauten zum geheimen Legationsrat. Die Ernennung des jungen Dichters zum Mitglied des geheimen Konziliums traf in Weimar auf erbitterten Widerstand. Doch Karl August hielt an seinem Entschluss fest. Einen Mann von Genie nicht an dem Ort gebrauchen, wo er seine außerordentlichen Talente gebrauchen kann, heißt denselben missbrauchen. Was das Urteil der Welt betrifft, welche missbilligen würde, dass ich den Doktor Goethe in mein wichtigstes Konzilium setze, dies verändert nichts, denn die Welt urteilt nach Vorurteil. Den Hof habe ich nun probiert. Nun will ich auch das Regiment probieren. Ich bin ganz eingeschifft auf der Woge der Welt, voll entschlossen zu entdecken, gewinnen, streiten, scheitern oder mich mit aller Ladung in die Luft zu sprengen. Goethe begann, fast sämtliche Bereiche der Staatsverwaltung in seine Hand zu nehmen. Auch wenn sich die hohen Herren des Konziliums, allen voran der Minister Freiherr von Fritsch, noch so widersetzten. Goethe war Bauamtmann, sah alle Pläne ein, die Häuser, Gärten und Parkanlagen betrafen. Er war Kriegskommissar, zuständig für Bergwerk, Wegbau, Wasserbau und hatte die Leitung der obersten Finanzbehörde. Er konnte sich bald auch bei seinen Kritikern Respekt verschaffen, da er seine Regierungsressorts mit Sachverstand und Können leitete. Neben der Politik, neben Aufgaben der Verfassung und der Verwaltung, war Goethe auch Maître de Plaisir und kümmerte sich um die Gestaltung von Festen und Maskenaufzügen. Er schrieb unterhaltsame Stücke und inszenierte sie in den Sommerresidenzen rund um Weimar. Die Hofgesellschaft begab sich während der Sommermonate nach Schloss Ettersburg, Tiefurt oder Belvedere. Man traf sich zur Jagd und probte für die Aufführungen des sogenannten Liebhabertheaters, an denen fast die gesamte Hofgesellschaft mitwirkte. In einem Saal von Schloss Ettersburg wurde für diese Theateraufführungen eine Bühne eingerichtet. Goethe und der Herzog traten meist in den männlichen Hauptrollen auf. Bei gutem Wetter spielte man auch im Freien und nutzte die wunderbaren Parkanlagen als natürliche Kulisse. Am Ufer der Ilm, im Park von Schloss Tiefurt, fand im Juli 1782 die berühmte nächtliche Aufführung von Goethes Singspiel »Die Fischerin« statt. Die Hauptrolle der Fischerin verkörperte die Sängerin Corona Schröter, die auch die Lieder in diesem Stück vertont hatte.
Goethe hatte die außergewöhnliche, kluge und gebildete Sängerin und Schauspielerin an den Weimarer Hof geholt. Corona Schröter stand in jenen Jahren im Mittelpunkt des Weimarer Theaterlebens. Goethe schwärmte von der unendlich edlen, attischen Eleganz ihrer Gestalt. In Hunderten von Proben und Aufführungen spielten Goethe und Corona zusammen. Und es entwickelte sich auch im privaten Umgang eine große Nähe. Goethe verliebte sich in Corona. Aber er wusste, dass auch Karl August diese Frau sehr begehrte. Dieses Dreiecksverhältnis mit seinen komplizierten Gefühlsverwicklungen hat von allen Beteiligten harte Proben der Freundschaft abverlangt, bis das gemeinsame Theaterspiel wieder unbeschwert fortgesetzt werden konnte. Da wir alle nicht mehr verliebt sind und die Lavaoberfläche verkühlt ist, ging's recht munter und artig. Nur in die Ritzen darf man noch nicht visitieren. Da brennt's noch. Im beidseitigen Verzicht auf die Angebetete konnten Karl August und Goethe ihre Freundschaft ungetrübt erhalten. Goethe beendete die erste Fassung der Iphigenie, die bei Hof uraufgeführt wurde. Der Herzog spielte den Pylades, Goethe den Orest und Corona Schröter ging als erste Iphigenie in die deutsche Theatergeschichte ein. Charlotte von Stein beobachtete argwöhnisch die Vertrautheit zwischen Goethe und der schönen Schauspielerin. Doch Goethe beteuerte in Briefen an Charlotte immer von Neuem seine Liebe. Wir sind wohl verheiratet. Meine Seele ist fest an die deine angewachsen. Du weißt, dass ich dir unzertrennlich bin und dass weder Hohes noch Tiefes mich zu scheiden vermag. Ich wollte, dass es irgendein Gelübde oder Sakrament gäbe, das mich dir auch sichtlich und gesetzlich zu eigen machte. Aber diese Bindung hinderte ihn daran, eine eigene Familie zu gründen. Während Charlotte ihn früher noch manchmal aufgefordert hatte, er solle doch heiraten, so verlangte sie nun sein Herz ganz für sich allein. Goethe war gewillt, es ihr zu geben. Er fügte sich in sein Schicksal, mitten im Glück, in einem anhaltenden Zustand des Entsagens zu leben. Den einzigen, Lotte, welchen du lieben kannst, forderst du ganz für dich und mit Recht. Auch er ist einzig dein. Goethe fuhr oft hinaus nach Schloss Groß-Kochberg. Er teilte alle Alltagsbelange, Sorgen und Nöte der Frau von Stein. Er kümmerte sich um die Wohnungseinrichtung und um die Erziehung der Kinder. Goethe konnte als Freund der Familie im Hause Stein aus- und eingehen, ohne dass die Regeln des Anstands verletzt wurden, da er auch mit Charlottes Mann Josias von Stein befreundet war. Goethes Liebling unter den Kindern des Ehepaares Stein war Fritz, der Jüngste, dessen Erziehung Goethe anvertraut wurde und der für längere Zeit bei ihm in seinem Gartenhaus wohnte. Nachdem er mit Fritz einmal nachts nach Tiefurt geritten war, schrieb er das Gedicht Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher. Er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Nach wie vor war sein Garten der Ort der inneren Zwiesprache mit Charlotte.
Wenn ich nur was anderes hätte, Ihnen zu schicken, als Blumen. Und immer dieselben Blumen. Es ist wie mit der Liebe. Die ist auch monoton. Wenn Sie doch nur eine Rose sehen sollten und genießen sollten den Geruch und den Duft heut nach dem frischen Regen. Am Ende seines Gartens ließ Goethe eine Art Altar errichten. Einen steinernen Würfel, auf dem eine Kugel liegt. Agathe Tyche nannte er dieses Steinmonument. Das Rollende auf dem Festgefügten. Das Wandelbare auf dem Unabänderlichen darstellend. Das Spiel des menschlichen Schicksals symbolisiert in der reduzierten Formensprache einer Kugel und eines Würfels. In der Gestaltung dieses Gartens drückte sich die Liebe zu einer Frau aus. Was immer Goethe hier schuf, schuf er in Gedanken an sie. Sag ich's euch, geliebte Bäume, die ich ahndevoll gepflanzt, als die wundervollsten Träume morgenrötlich mich umtanzt. Ach, ihr wisst es, wie ich liebe, die so schön mich wieder liebt, die den reinsten meiner Triebe mir noch reiner wiedergibt. Wachset wie aus meinem Herzen, treibet in die Luft hinein, denn ich grub viel Freud und Schmerzen unter eure Wurzel ein. Bringet Schatten, traget Früchte, neue Früchte jeden Tag, nur dass ich sie dichte, dichte, dicht bei ihr genießen mag. Goethe suchte die Einsamkeit in der Natur. Er ritt oft über Land, er streifte in mondhellen Nächten über Wiesen und Auen und stieg auf die Anhöhen des Thüringer Waldes. Dabei drängten sich ihm Passagen des Egmont, Tasso, Wilhelm Meister oder des Faust auf. Gedichte formten sich aus dem Erlebten. Am 6. September 1780 schrieb er an die Bretterwand einer Jagdhütte auf dem Kickelhahn: Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Er war gerade 31 Jahre alt. Seit 5 Jahren lebte er nun in diesem Land. Von Seiten des Hofs wurde ihm eine neue Ehre zuteil. Der Herzog verlieh dem Freund den Adelstitel. Gleichzeitig wurde Goethe genötigt, eine bequeme Logie in der Stadt zu nehmen, da seine Mutter aus Frankfurt, der Herzogin Mutter, in Sorge um den Sohn geschrieben hatte: Haben doch ehrwürdige Durchlaucht die Gnade und helfen mit dazu, dass mein Sohn in der Stadt eine Wohnung bekommt. So oft wir hier schlimme Witterung haben, so fällt mir schwer aufs Herz, dass der Dr. Wolf in seinen Garten gehen muss. Und Anna Amalia meldete Mutter Goethe: Dass ihr geliebter Hätschelhans sich in Gnaden resolviert hat, ein Haus in der Stadt zu nehmen. Goethe gab sein Gartenhaus zwar nicht auf, er wohnte nun aber vorwiegend in dem stattlichen Haus am Frauenplan, das er ganz nach seinen Plänen gestalten ließ. Das überaus große Wohlwollen, das er bei Hof genoss, war immer wieder Anlass zu Eifersucht und Missgunst. Auch Johann Gottfried Herder, den Karl August auf Goethes Empfehlung als Superintendenten nach Weimar geholt hatte, äußerte sich voller Neid über den Freund. Er ist aus seinem Garten in die Stadt gezogen und macht ein adlig Haus, hält Gesellschaften, die sich bald in Assembleen verwandeln werden, und so weiter und so weiter. Er ist jetzt wirklicher Geheimer Rat, Kammerpräsident, Präsident des Kriegskollegii,
Aufseher des Bauwesens, Direktor des Bergwerks, Direktor der Zeichenakademie, in der er Vorlesungen über die Osteologie gehalten, selbst überall der erste Akteur, Tänzer, kurz das Faktotum des Weimarischen und, so Gott will, bald der Majordomus sämtliche ernestinische Häuser, bei denen er zur Anbetung herumzieht. Er ist baronisiert und an seinem Geburtstage wird die Standeserhebung erklärt werden. Meine Gegenwart ist hier beinahe unnütz und wird mir von Tag zu Tag lästiger. Was anderswohin weiß, sehnt sich weg. Bei aller Gunst, die der Herzog Goethe gewährte, war der Umgang der beiden Männer miteinander nicht immer unbeschwert. Karl August war eigensinniger als früher und ließ sich manchmal nicht einmal mehr von Goethe etwas sagen. Es ist eine kuriose Empfindung, seinen nächsten Freund und Schicksalsverwandten täglich als halb verloren anzusehen und sich darüber zu beruhigen, ohne gleichgültig zu werden. Die Verdammnis, dass wir des Landes Mark verzehren, lässt keinen Segen der Behaglichkeit grünen. Unverantwortlich wäre es aber auch gegen mich selbst, wenn ich aus irgendeiner Unbehaglichkeit davonginge. Nun habe ich 2 volle Jahre aufzuopfern, bis die Fäden so gesammelt sind, dass ich mit Ehren bleiben oder abdanken kann. Amt und Pflicht hielten ihn hier. Gewiss auch Haus und Garten, aber immer noch von allem am meisten Charlotte von Stein. Gewiss, ich wäre schon so ferne, ferne, soweit die Welt nur offen liegt, gegangen. Bezwängen mich nicht übermächt'ge Sterne, die mein Geschick an deines angehangen. Dass ich in dir nun erst mich kennenlerne, mein Dichten, Trachten, Hoffen und Verlangen allein nach dir und deinem Wesen drängt, mein Leben nur an deinem Leben hängt. Goethe übte sich in Selbstbeherrschung. Er mäßigte sich im Weintrinken, dem er in jungen Jahren schrankenlos gefrönt hatte. Liebste, was bin ich dir nicht schuldig? Wenn du mich auch nicht so vorzüglich liebtest, wenn du mich nur neben anderen duldetest, so wäre ich dir doch mein ganzes Dasein zu widmen verbunden. Denn hätte ich wohl ohne dich je meinen Lieblingsirrtümern entsagen mögen? Sein Ruhm als Dichter war inzwischen in Deutschland wieder verblasst, da das Wenige, das er in Weimar geschrieben hatte, nicht nach außen gedrungen war. Goethe hatte das Bedürfnis, dem Hofleben in Weimar, seinem Amt, dem Regen und dem schweren, grauen Himmel wenigstens vorübergehend zu entkommen, sich auf sich selbst zu besinnen und längst begonnene Werke zu vollenden. Im Herbst 1786 brach er heimlich, einer Flucht gleich, auf, um endlich in sein gelobtes Land nach Italien zu reisen. Nicht von Karl August und nicht einmal von Charlotte hat er sich verabschiedet. Und diesen Aufbruch hat sie ihm nie verzeihen mögen, obwohl Goethe in seiner 2 Jahre währenden Abwesenheit die Freundin brieflich an allem Erlebten teilhaben ließ. Als Goethe am 18. Juni 1788 wieder in Weimar eintraf, war vieles anders als vor seiner Abreise. Er war nicht mehr bereit, sein Leben als Privatmann und Dichter weiterhin in den Schatten seines Amtes zu stellen. Er behielt zwar das Amt,
wollte sich aber mehr denn je den Dingen widmen, die ihn am meisten interessierten, den Künsten und Wissenschaften. Gern hätte er die Freundschaft mit Charlotte wieder aufleben lassen. Sie aber machte es ihm allzu schwer. Und Goethe klagte: Die Art, wie du mich bisher behandelt hast, kann ich nicht erdulden. Wenn ich gesprächig war, hast du mir die Lippen verschlossen. Wenn ich mitteilend war, hast du mich der Gleichgültigkeit, wenn ich für Freunde tätig war, der Kälte und Nachlässigkeit beschuldigt. Jede meiner Mienen hast du kontrolliert, meine Bewegungen, meine Art zu sein getadelt und mich immer malamones gesetzt. Bald nach seiner Rückkehr aus Italien lernte er die Frau kennen, die seine Bindung an Charlotte von Stein löste. Die 23-jährige Christiane Vulpius, ein einfaches Mädchen aus einer verarmten Familie. Mit Christiane verabredete er sich heimlich in seinem Gartenhaus. Niemand sollte von diesem Verhältnis erfahren. Angelehnet ließ ich meine Türe, hatte wohl die Angeln erst geprüft und mich recht gefreut, dass sie nicht knarrten. Welche Nacht des Wartens ist vergangen? Wacht ich doch und zählte jedes Viertel, schlief ich ein auf wenig Augenblicke, war mein Herz beständig wach geblieben. Weckte mich von meinem leisen Schlummer, hüpft ein Kätzchen oben übern Boden, knisterte das Mäuschen in der Ecke, regte sich, ich weiß nicht was, im Hause. Immer hofft ich, deinen Schritt zu hören, immer glaubt ich, deinen Tritt zu hören. Und so lag ich lang und immer länger. Und es fing der Tag schon an zu grauen, und es rauschte hier und rauschte dorten. Ist es ihre Türe? Wär's die meine? Saß ich aufgestemmt in meinem Bette, schaute nach der halb erhellten Türe, ob sie nicht sich wohl bewegen möchte. Endlich, als die ganz verhaßte Sonne meine Fenster traf und meine Wände, sprang ich auf und eilte nach dem Garten, meinen heißen, sehnsuchtsvollen Atem mit der kühlen Morgenluft zu mischen, dir vielleicht im Garten zu begegnen. O, du loses, leidig, liebes Mädchen, sag mir an, womit hab ich's verschuldet, dass du mich auf diese Folter spannest, dass du dein gegeben Wort gebrochen? Drucktest doch so freundlich gestern Abend mir die Hände, lispeltest so lieblich, ja, ich komme, komme gegen morgen ganz gewiss, mein Freund, auf deine Stube. Endlich, da ich leis die Kammer öffne, fand ich sie gar zierlich eingeschlafen, angekleidet auf dem Sofa liegen. Frau von Stein erfuhr von dieser Liebschaft und machte Goethe heftige Vorwürfe. Dieser glaubte selbst noch nicht an eine Beziehung von Dauer und erklärte sich der Freundin. Sieh die Sache aus einem natürlichen Gesichtspunkte an. Schenke mir dein Vertrauen wieder. Hilf mir selbst, dass dies Verhältnis nicht ausarte, sondern bleibe, wie es steht. Charlotte aber verstand diesen Hilferuf nicht. Sie blieb hart und abweisend und verlor ihn endgültig an ein junges, unbedeutendes, aber herzlich sinnenfrohes Mädchen. Mit Christiane holte er nach, was er mit Frau von Stein jahrelang hatte ausklammern müssen. Herbstlich leuchtet die Flamme vom ländlich geselligen Herde, knistert und glänzet wie rasch, sausend vom Reisig empor. Diesen Abend erfreut sie mich mehr, denn eh noch zu Kohle sich das Bündel verzehrt, unter der Asche sich neigt, kommt mein liebliches Mädchen, dann flammen Reisig und Scheite, und die erwärmete Nacht wird uns ein glänzendes Fest. Goethe lebte 17 Jahre mit Christiane, bevor er sich zu einer Heirat entschloss. Er bekam mehrere Kinder mit ihr, von denen aber nur der Sohn August am Leben blieb. Goethes Mutter freute sich von Anfang an über diese Verbindung ihres Sohnes.
So tröste ich mich damit, dass mein Hätschelhans vergnügt und glücklicher als in einer fatalen Ehe ist. Küsse mir deinen Bettschatz. Die Weimarer Gesellschaft ignorierte Goethes Verhältnis zu Christiane. Abfällig sprach man von der Vulpius oder von Mamsell Vulpius. Goethe seinerseits zog sich immer mehr in sein Privatleben zurück. Er bildete sich zum Gelehrten aus, zum Kenner der Naturwissenschaften, der Anatomie, der Mineralogie und der Botanik. Goethes Haus wird im Laufe der Jahre zu einer Art Museum und Archiv für seine umfangreichen Sammlungen. Die italienische Reise klingt in vielem nach. Die Hinwendung zur Antike, zur Klassik, findet ihren Niederschlag auch in der Gestaltung der Räume in seinem Haus am Frauenplan. Karl August beauftragt den Freund, eine Villa im italienischen Stil zu entwerfen, die dem Herzog als Refugium dienen sollte. Das sogenannte römische Haus wurde an einen Hang über der Ilm gebaut, unweit von Goethes Gartenhaus. Die Zufluchtsstätten der beiden Freunde lagen in Sichtweite zueinander. Wenn Goethe Ruhe brauchte, begab er sich zum Arbeiten ohne Christiane und den Sohn August in sein Gartenhaus. Denn dabei bleibt es nun einmal, dass ich ohne absolute Einsamkeit nicht das Mindeste hervorbringen kann. Die Stille des Gartens ist mir auch daher vorzüglich schätzbar. Nun habe ich 6 Wochen in meinem alten Garten zugebracht. Diese Wochen bin ich, wider meine Gewohnheit, meist bis Mitternacht aufgeblieben, um den Mond zu erwarten, den ich auch durch das Teleskop mit vielem Interesse betrachte. Es ist eine sehr angenehme Empfindung, einen so bedeutenden Genossen, von dem man vor kurzer Zeit so gut als gar nicht gewusst, nun so viel näher und genauer kennenzulernen. Die große nächtliche Stille hier außen hat auch viel Reiz, besonders da man morgens durch kein Geräusch geweckt wird. Wochen und Monate hielt sich Goethe, getrennt von Frau und Kind, in der Universitätsstadt Jena auf, um dort seinen Studien nachzugehen. Friedrich Schiller hatte in Jena eine Professur. Zwischen Goethe und Schiller entwickelte sich eine enge Freundschaft. Schiller gab seine Professur auf und übersiedelte 1799 nach Weimar, um Goethe näher zu sein. Goethes Tätigkeit am Weimarer Theater erreichte durch die Aufführung von Schillers Werken einen Höhepunkt. Durch die Zusammenarbeit zwischen Schiller und Goethe stand die kleine Residenzstadt in jenen Jahren im Zentrum des kulturellen Lebens. Was in Deutschland Rang und Namen hatte, hielt sich für kurze oder längere Zeit in Weimar auf und trat mit Schiller und Goethe in Kontakt. In manchen Fragen waren sich Goethe und Schiller nicht einig. Beispielsweise in ihrer Haltung zur Französischen Revolution.
Goethe hatte das an Wahnsinn grenzende Pathos seines Freundes nicht verstanden. Es ist wahr, ich konnte kein Freund der Französischen Revolution sein, denn ihre Gräuel standen mir zu nahe und empörten mich täglich und stündlich, während ihre wohltätigen Folgen damals noch nicht zu ersehen waren. Kurz nach Schillers frühem Tod im Mai 1805 brach der Krieg zwischen Napoleon und Preußen aus. Und es kam zum ersten großen Zusammenstoß der Heere bei Jena. Die Franzosen stürmten Weimar. Abends um 5 Uhr flogen die Kanonenkugeln durch die Dächer. Um 5:30 Einzug der Chasseur. 7 Uhr Brand, Plünderung, schreckliche Nacht. Erhaltung unseres Hauses durch Standhaftigkeit und Glück. Ich will meine kleine Freundin, die so viel an mir getan und auch diese Stunden der Prüfung mit mir durchlebte, völlig und bürgerlich anerkennen als die meine. Am 19. Oktober 1806 ließ er sich mit Christiane in der Sakristei der Jakobskirche trauen. Die Vulpius aber wurde von der Gesellschaft, auch jetzt, da sie nun einmal Frau Geheimrätin von Goethe war, nur mit Mühe anerkannt. Johanna Schopenhauer, die in Weimar einen literarischen Salon unterhielt, schrieb ihrem Sohn Arthur: Ich empfing sie am Tag nach der Trauung, als ob ich nicht wüsste, wer sie vorher gewesen wäre. Ich denke, wenn Goethe ihr seinen Namen gibt, können wir ihr wohl eine Tasse Tee geben. All jene gebildeten Frauen, die Goethe verehrten und ihn in seinem Haus besuchten, hatten wenig Achtung vor Christiane. Goethe aber stand zu seiner Frau, die ihm über all die Jahre eine fürsorgliche Gefährtin war. Ihr qualvoller Tod am 6. Juni 1816 trieb ihn in eine tiefe Verzweiflung. Du versuchst, o Sonne, vergebens durch die düsteren Wolken zu scheinen. Der ganze Gewinn meines Lebens ist, ihren Verlust zu bemeinen. Goethe zog sich nach Christianes Tod in sich selbst zurück und vertiefte sich in seine Studien. Es gab beinahe kein Gebiet, für das er sich nicht interessierte und auf dem er nicht umfangreiche Kenntnisse erwarb. Sein universales Weltbild spiegelt sich auch in seinen Wohnräumen wider. Von überall her kamen Besucher.
Gelehrte, Wissenschaftler, Naturforscher, Entdeckungsreisende, Politiker, Dichterkollegen, Maler und Musiker. Unter ihnen der junge Felix Mendelssohn Bartholdy. Alle kamen sie, um dem großen Meister ihre Aufwartung zu machen und auf sein Urteil zu hören. Goethes Sohn August hatte bald nach der Mutter Tod eine junge Weimarer Adlige geheiratet und wohnte mit ihr im Haus am Frauenplan, zusammen mit dem alten Vater. Goethe verstand sich gut mit seiner temperamentvollen, gebildeten Schwiegertochter Ottilie von Pockwisch. Mit den Enkelkindern kam wieder Leben ins Haus und Goethe war ein fürsorglicher Großvater. Aber die Ehe der jungen Goethes war wenig glücklich. Und der Vater wurde Zeuge häufiger Streitereien zwischen August und Ottilie. Da wich der alte Dichter wieder öfter in sein Gartenhaus aus, um dort Ruhe zu finden. Von allen Orten ist dies Haus und dieser Garten sein ureigenster Platz. Gerne würde ich öfter dort verweilen, wenn es nicht zu viel Apprehension gäbe. Die alten Erinnerungen machen mir aber ganz unheimliche Eindrücke oft. Nie habe ich meine Naturstudien so innig als hier getrieben, die Natur mit ganz anderen Augen angeschaut und sie in jeder Stunde des Tags und der Nacht belauscht. Goethe gibt in seinem Garten noch einmal eine große Teegesellschaft zur Feier der Malvenblüte. Er entwirft eine neue Gartentür und ein Steinmosaik für den Platz vor der Haustür. Mit diesem Gartenhaus hatte seine Zeit als Bürger Weimars begonnen. In diesem Garten hatten ihn jahrelang seine Gedanken an die nahe, ferne Geliebte umgeben. Auf einer steinernen Tafel am Abhang hinter dem Haus hatte er seiner Liebe zu Charlotte ein Denkmal gesetzt. Hier gedachte still ein Liebender seiner Geliebten. Werde mir Zeuge, du Stein. Denkmal bleibe des Glücks. Ich habe die Bäume vor 40 Jahren alle eigenhändig gepflanzt. Ich habe die Freude gehabt, sie heranwachsen zu sehen und genieße nun schon seit geraumer Zeit die Erquickung ihres Schattens. Ich sitze hier gern an warmen Sommertagen nach Tische, wo denn oft eine Stille herrscht, von der die Alten sagen würden, dass der Pan schlafe. Wie vor 50 Jahren reitet Karl August am Gartenhaus vor, um den Freund zu besuchen. Er ist inzwischen ein behäbiger, gütiger Landesvater und sein Land ist zum Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach erhoben worden. Goethe wird von Karl August in ganz besonderer Weise geehrt, als dieser den 50. Jahrestag der Ankunft Goethes in Weimar als den eigentlichen Schicksalstag für seine Regierungszeit feiern lässt. Goethe ist im hohen Alter weit über die Landesgrenzen hinaus ein berühmter Mann. Seine Werke erscheinen in Frankreich, England und Russland. Goethe, der König der Geister, ist zu Lebzeiten bereits eine Legende. Immer noch betreibt er neben der Dichtung die Naturwissenschaften und Kunstwissenschaften und korrespondiert mit anderen Forschern. Er wendet sich nun auch verstärkt der Literatur anderer Sprachen zu und taucht in seiner Schreibstube ein in die Weltliteratur. Immer noch gibt es neben der Literatur und den Wissenschaften 100 andere Dinge, um die er sich kümmert, um Feste, Theateraufführungen
und um die Bestände der herzoglichen Bibliothek. Er denkt zu Ende, was er vor vielen Jahren begonnen hat. Er diktiert seinen Schreibern die Endfassungen des Wilhelm Meister, des Faust und der italienischen Reise. Noch einmal wird er von einer letzten Liebe selig erschüttert. Und er, der 74-Jährige, hält um die Hand der 19-jährigen Ulrike von Levezo an. Des Mädchens Antwort kennen wir nicht. Aber Goethe hatte verstanden, dass er auf sie verzichten musste. Wie lag ein inneres Bangen auf Geist und Körper, unwillkommener Schwere, im wüsten Raum beklommener Herzensleere. Nun dämmert Hoffnung von bekannter Schwelle, sie selbst erscheint in milder Sonnenhelle. Vor ihrem Blick, wie vor der Sonne walten, vor ihrem Atem, wie vor Frühlingslüften, zerschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten, der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften. Kein Eigennutz, kein Eigenwille dauert, vor ihrem Kommen sind sie weggeschauert. Goethe steht jetzt allein, am Ende eines langen, reichen Lebens. 1827 war Charlotte von Stein gestorben. 1828 der Freund Karl August. 1830 der einzige Sohn August. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, balde ruhest du auch. Eine Legende wurde 100. Die